Gnade mit euch, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück auf Altarion. Wir haben beim letzten Mal begonnen, hier unsere erste kleine Hütte zu bauen. Und ja, die werden wir jetzt auch bald heute mit Holz versehen und so. Oh, das Wetter ist echt, boah, bisschen Sonne, aber viel Wolken. Ich hoffe, es fängt nicht nur an zu regnen. Naja, mal schauen, was uns so der Tag bringt. Wir sind wieder hier an unserer ersten kleinen Basis sozusagen. Hier direkt am Strand, an diesem kleinen See. Da drüben haben wir auch schon eine kleine Mine angelegt. Irgendwo da. Ich glaube, da müsste sie sein. Ich glaube, mit Z kann ich zoomen, ja. Es gibt allerdings auch Ferngläser. ja, hier liegt ein bisschen Eisen. Kleinen Strand haben wir auch. Ist leider nur so ein Kiesstrand und kein Sandstrand. Ja. Ich glaube, wir haben hier schon eine ganz schöne Ecke von der Insel gefunden. Da werden wir nicht gleich von See aus bemerkt, von den anderen Booten, die eventuell vorbeifahren. Noch habe ich allerdings in diesen 5 Tagen, ist glaube ich jetzt der 5. Tag, dass wir hier sind, noch kein Boot gesehen. Okay, wo wollen wir den Eingang hinmachen? Also ich würde ganz gern hier zur See nicht den Eingang hinmachen, weil da kommt immer der Wind. Ich würde den Eingang ganz gerne hier hinten hinmachen. Hier irgendwie. Wir brauchen erstmal Balken. Was haben wir denn? Ach, wir haben ja Balken. Auf der 4. Okay, das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, noch gemacht. Dann würde ich erstmal so eine Art kleines Grundgerüst bauen. Aber nehmen wir dafür die Balken? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, eher nicht. Eher nicht. Da brauchen wir andere Balken für. Da brauchen wir eigentlich... Wie viel Holz haben wir denn noch? Moment. Ups, stopp. Falsche Taste. Auch falsche Taste. So. Wir haben noch 14 Bretter. Und noch, wir haben nicht mehr viel Holz. Wir müssen erstmal ein bisschen Holz fällen. Da werden wir nicht drum rumkommen. Wo habe ich denn meine Axt? Hier. Wir können ja auch mal neue Bäume anpflanzen, ne? Und wir gehen jetzt mal hier ganz hoch und fällen da oben ein paar Bäume. Dann können wir uns auch noch ein bisschen umschauen. Der Wind scheint ein bisschen nachzulassen. Kann aber auch nur gefühlt sein. Der ist jetzt dran hier. Dieser große, schöne Baum. Aber wie schon gesagt, wir können ja auch mal anfangen, wieder Bäume anzupflanzen. Das wird uns ja dann irgendwann hier immer einen nachwachsenden Rohstoff bringen. Das heißt, ich nehme mir die hier mal weg. Den kloppe ich auch nochmal weg. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, es ist gar nicht so einfach, hier zurechtzukommen. So in den ersten Tagen, wenn man immer nur in diesem komischen Zelt schläft. Das sind Birkensetzlinge. Und das sind, glaube ich, die Setzlinge, die wir brauchen. Dann gehe ich jetzt mal auf die 5 und pflanze einfach mal ein paar davon an. Die brauchen, glaube ich, sehr, sehr lange, bis die dann irgendwann mal eine vernünftige Größe haben, dass wir sie wieder fällen können. Von daher, okay. Die Birken würde ich jetzt mal komplett wegnehmen und dafür dann eher so einen kleinen Birkenwald unten am Fluss machen. Das fände ich, glaube ich, ganz nett. Wir müssen jetzt ja schon langsam mal anfangen, auf Dauer zu planen, ne? Denn ich habe mir ja nochmal Gedanken gemacht und ihr habt mir dabei auch sehr geholfen. Aber wir werden erstmal auf dieser Insel bleiben. Weil wenn wir jetzt gleich die nächste Insel erforschen, werden eventuelle Neuerungen dann ja nicht für uns relevant sein. Von daher werde ich erstmal diese Insel hier komplett in Anspruch nehmen. Und wir haben auch den Auftrag von der Familie Hammerson, hier auf dieser Insel ja sozusagen eine kleine Siedlung zu bauen, wenn sie denn geeignet ist. Und ich glaube, sie ist erstmal geeignet für die erste Insel, die wir hier gekriegt haben von der Familie, beziehungsweise auf der wir ausgesetzt wurden, ist das erstmal okay. Das kann man machen. So, ich fälle erstmal die ganzen Birken raus, weil Birken haben hier irgendwie gar nichts zu suchen. Hier ist es viel zu trocken auf dem Berg für Birken. Die müssen unten ans Wasser, genau wie Weiden. Die Weide würde ich hier auch wegkloppen. Und dafür pflanzen wir lieber andere Bäume wieder an. So machen wir es. Ich zähle jetzt mal aus diesem großen Baum, aus dieser großen Weide hier. Wie viel kriegen wir da raus? Alter Schwede, das ist ganz schön schwer hier. Ich mache da mal ein bisschen so. Weiterfällen, 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 weiterfällen. So. Also den rechnen wir mal nicht ein, sondern nur die... Oh, alter Schwede. Ach, das ist eine Trauerbuche gewesen. Okay, die kenne ich jetzt noch gar nicht. Die hätten wir ruhig hier stehen lassen können. Dann pflanzen wir die mal wieder ein. Das war ja nicht meine Absicht. Trauerbuche, da. Trauerbuche. Den nehmen wir mal weg und dann packen wir den mal runter. Eine Trauerbuche. Trauerweide kenne ich. Oder haben sich da einfach nur beim Namen vertan. Das kann natürlich auch sein.
So, ein bisschen Holz machen wir uns. Das sollte dann auch erstmal reichen. Da unten wächst auch noch eine Birke. Sehr schön. Und hier wäre eine ziemlich große Fläche eigentlich. Allerdings ist sie ein bisschen ansteigend. Das wäre für eine kleine Siedlung, beziehungsweise für das, was ich hier bauen will, nämlich so eine Art Gutshof, wäre das eigentlich schon ganz perfekt. Allerdings hier hinten, ich gehe nochmal ein Stück mit euch, hier hinten, hier oben, wäre es natürlich noch besser, weil hier haben wir eine große gerade Ebene. Hier so, ne? Hier könnte man gut Felder anlegen und alles. Ja, das wäre eigentlich schon noch besser. Ah, da habe ich gerade noch eine Weide, eine Pappel, wollte ich schon sagen. Eine Birke entdeckt. Die kommt hier auch weg. So. Naba. Den Stuck nehmen wir natürlich auch mit. Ja, ich freue mich riesig, dass es bei euch hier so viel Anspruch findet. Dieses kleine Let's Play. Oder diese Berichterstattung von der Insel. Ich will auch nicht zu weit von zu Hause wegrennen. Dann komme ich nämlich nicht mehr, finde ich das nämlich nicht mehr wieder. Solange wir da noch nicht ordentlich was gebaut haben, es ist schon, hat man sich schnell mal verirrt. Ah, hier wächst auch eine Birke. Die kann ja auch meinetwegen wachsen. Hier, das Eisen können wir uns natürlich auch noch mitnehmen. Wenn es hier schon mal so rumliegt auf der Ebene, dann nehmen wir es natürlich gerne mit. Die Steine, die würde ich erstmal hier lassen. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Die würde ich nicht abreißen. Genau. Gehen wir mal wieder zurück nach Hause und dann fangen wir mal an zu bauen. Ich habe jetzt doch nicht die abgerundeten. Ach, guck mal, hier ist sogar noch ein. Ach, den wollten wir stehen lassen. Genau. Den einen wollten wir stehen lassen, den wollten wir uns dann mit einer Sichel holen. So war ja der Plan. So, hier unten ist schon unser erstes kleines Bauwerk. Der Stein, der leuchtet so richtig. hebt sich schon deutlich von der Umgebung ab. Hätte ich vielleicht doch. Na, ist egal. Ist unser erstes Bauwerk. Das ist eigentlich fast schon ziemlich rechteckig, ne? Aber naja, so eine kleine Änderung hat das. Also gut, Freunde, wir haben jetzt genug Holz. Jetzt bauen wir uns erstmal das Grundgerüst für unser kleines Häuschen. Bauen und dann nehmen wir mal, die hatten wir ja gesagt, und davon hätte ich gerne, ja, komplett, ne? Also 30 Stück brauche ich da bestimmt von. So, 30 Stück. 30 Stück. Jetzt müssen wir noch die Art auswählen. Das sind jetzt die verschiedenen Arten, die man jetzt herstellen kann. Die kann man aber auch hinterher, glaube ich, noch ändern. Das ist das Gute daran. So, jetzt tausche ich mal hier die Spitzhacke gegen den Hammer. Gegen den Hammer. Den lege ich mir jetzt mal auf die 1. So, wunderbar. Jetzt fangen wir an zu bauen. 60 haben wir da jetzt rausgekriegt. Jetzt, ich würde die allerdings ein bisschen kleiner machen, ne? Ein bisschen kleiner. So sagen wir mal 6 mal 6 mal 6. Das könnt ihr jetzt unten sehen da, ne? Die Größe. So, und dann würde ich mir erstmal einen. Warte mal, ich mache mal das. Ah, na gut, das Werkzeug sollte ich vielleicht nicht nehmen. Ich mache das mal so frei Schnauze, oder? Kann ich, oder das Gitter einschalten, wenn ich das jetzt noch kleiner mache. So vielleicht. Ja, habe ich aber auch nicht genau die Mitte, ne? Wir können den Balken ja erstmal so hinsetzen. Einen hier hin. So. Und einen hier hinten hin. Hupsa. So. So sind wir an den äußeren Rand gegangen, ja. Das machen wir hier auch. Und hier müsste es dann genauso sein. Ja, okay, alles klar. Dann schalte ich das Gitter mal wieder aus. Und jetzt nehmen wir uns die Balken mal so vor. Und zwar ziehen wir die jetzt erstmal ein bisschen in die Länge. Und die machen wir uns jetzt mal. Warte mal, das Ding ist 60. 60 mal 2. So, das Andockwerkzeug ist ganz wichtig. Zack. Jetzt müsste ich mir wieder das Ding holen.
Das wäre jetzt eine ganz ziemlich komplizierte Art, das zu bauen. Aber es geht, es geht. Aber ihr wisst ja, wie ich bin, ne? Ich bin da ja ein bisschen. So, das wäre jetzt ein Feld dann halt, ne? Wenn ich mir den jetzt wieder nehme und den jetzt drehe. Okay, nee. Ah, okay, nee, 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 warte. So. Ich weiß, ich sollte es am Anfang vielleicht nicht ganz so kompliziert machen, ne? Eigentlich. So, wenn ich den jetzt in der Höhe verändere. Ich da jetzt sage, den machen wir jetzt auch zwei hoch. Zwei hoch. So. Und dann setzen wir uns jetzt hier nochmal so einen kleinen Knüpsi drauf. Das wäre dann ein Feld. So. Und jetzt können wir uns ja hier, das können wir uns ja alles irgendwie rauskopieren jetzt. Nehmen wir den hier und setzen den rein. Das wäre ein Feld. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Felder wir hier von reinkriegen. So, das wäre dann das zweite Feld. Man kann es sich leicht machen, man kann es sich auch schwer machen. Ne? Das ist natürlich so. So, jetzt bräuchten wir nochmal so einen. So einen. Und das wäre dann der Eingang sozusagen. Aber ist der Eingang breit genug für eine Tür? Das ist ja auch noch die Frage. Ich probiere erstmal ein bisschen rum und ihr seid live dabei. Ist das nicht schön? Und wenn das jetzt passen würde, wäre das ja gut. Dann wäre das ja auch ganz gut. Ja, ich nehme jetzt das nochmal. So, zack. Weil wir wollen nicht so ganz einfach bauen. Das passt natürlich jetzt nicht. Das war schon klar. Aber wenn wir jetzt sägen, tun, täträten, wir nehmen das jetzt wieder weg. Zwar den hier und den hier. So, nehmen wir schon wieder weg. Haben wir jetzt eigentlich, sind das jetzt unterschiedliche oder sind die alle im gleichen? Wahrscheinlich alle im gleichen Inventar. Genau, auf der 4. Dann baue ich den jetzt mal hier dran. Setze jetzt hier nochmal einen kurzen dran. Einen kurzen. Und das wäre dann unsere Tür. Jetzt gucken wir mal, wie groß so eine Tür ist. Wir müssen uns mal eine Tür bauen. Okay, wo ist meine Werkbank da? Eine Tür, eine Tür. Einrichtung wahrscheinlich, ne? Es gibt nur diese Tür. Es gibt nur diese eine Tür. Dafür brauchen wir 16 Holz. Es gibt nur echt die eine Tür. Na gut. 16 Holz und 2 Eisenplatten. Für Eisenplatten werden wir wahrscheinlich einen Amboss benötigen. Ich will doch nur wissen, wie breit so eine Tür ist. Okay, warte mal. Wir müssten ja hier auch sowieso noch den dran machen. Und das wäre dann die Tür. Das würde ja eigentlich ganz gut passen, ne? Lassen wir das erstmal so. Wir können ja, glaube ich, noch durchrennen dann. Dann nehmen wir uns jetzt hier mal die Maße. Wenn nicht, machen wir halt keine Tür rein. Erstmal. Wir müssen erstmal einfach anfangen, ne? So, Freunde. Ja. Jetzt machen wir nämlich den hier. Zack. Und den habe ich falsch gesetzt. Seht ihr das? Den kann ich also gleich nochmal wegreißen. Da habe ich den falschen Andockpunkt wahrscheinlich genommen. So. Da machen wir uns nochmal schön so einen kleinen Schnupsi. Ja, Rising World ist halt etwas langsamer, wenn man halt schön bauen will. Man kann natürlich auch schnell bauen, einfach wie bei Minecraft mit irgendwelchen Blöcken irgendwas hinzimmern. Aber ich denke mal, das sollte nicht unser Anspruch sein. Denn für die Familie Hammerson soll es natürlich schon ein bisschen was Besseres sein. Ne? Oh, jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Es geht ja gut los. Dieser Tag beginnt ja schon mal gut. Ich habe hier zwei hingesetzt, das ist ja falsch. Vier. So, das wäre dann die Tür. Die ist ganz schön breit. Ja, aber vielleicht können wir noch einen Rahmen hinmachen und so. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon gedeichselt. Jetzt nehmen wir uns wieder. Jetzt könnte ich ja erstmal weiterbauen. Zwar müsste ich mir jetzt ja hier einen Balken hinmachen, der längs wäre. Damit wir erstmal sehen, ob wir da überhaupt hinkommen. Genau. Ich habe gerade überlegt, man könnte natürlich jetzt noch ein bisschen tricksen. Wartet mal, das werden wir auch gleich mal ausprobieren. Aber wir haben ja noch die anderen. Wir haben ja noch diese hier, ne?
die haben wir auch noch, die abgerundeten. Wenn ich jetzt den abgerundeten nehme und sage, den mache ich jetzt mal auf die Größe. Und dann nehme ich den anderen, den normalen, und den mache ich jetzt einfach mal ein bisschen länger. Nee, nicht breiter, länger. Und zwar hatten wir ja gesagt, 2 lang. So, 2 lang. Und jetzt würde ich jetzt einfach wechseln und so einen kurzen nehmen. Dann sieht das so aus. Das sieht aber irgendwie kleiner aus, kann das sein? Weil er abgerundete Kanten hat, ne? Okay, vielleicht sieht das ganz nett aus. Und dann machen wir uns den anderen, den hier, dahin. Und dann kommt wieder ein kleiner. Sieht natürlich fast gleich aus, ne? Ein kleiner. Dann wieder ein langer. Es geht jetzt schneller, wisst ihr? Jetzt haben wir 2 verschiedene. Kleiner. Ein langer. Ein kleiner. Ein langer. Ah, guck mal, ein langer würde jetzt genau passen, aber ein kleiner und ein langer nicht. Dann machen wir es halt so. Machen wir jetzt hier einen ganz langen hin. Ein ganz langes Feld. Oder wir sagen, wir machen das in die Mitte. Das würde wahrscheinlich besser kommen. Ja. So, warte mal. Fangen wir jetzt hier an mit einem lang. Wo ist er? Da, auf der 4. Ja, genau das Ding. So, auf der 4. Jetzt ein, sozusagen ein klein. Dann noch ein langer. Es geht sich auch nicht ganz hundertprozentig aus. Da haben wir so eine kleine Lücke. Das ist blöd. Das ist blöd. Das mag ich nicht. Wir nehmen einfach den weg. Ah, jetzt habe ich den kaputt geklopft. Man, verzeih es mir bitte. So, die sammeln wir wieder ein und dann machen wir einfach ganz einfach weiter. Und mal hinten machen wir uns dann so einen kleinen Balkon hin oder sowas. Da muss ich nochmal sehen. Da muss ich nochmal sehen. Jetzt nehmen wir hier einfach einen langen. Dengeln den hier dran. Noch einen kurzen. Und noch einen langen. Und noch einen kurzen und noch einen langen. Dann enden wir hier so. Aber wir brauchen auf jeden Fall am Ende einen kurzen. Wir brauchen auf jeden Fall am Ende einen kurzen. Der muss dahin. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Da müssen wir das anders machen. Das ist jetzt schon ein bisschen... warum nehme ich mir sowas immer gleich am Anfang vor? Ach, herrje. Aber ihr habt ja Zeit, ne? Ihr kennt das ja, das alte Spiel. Ihr müsst Geduld mitbringen bei mir. So, wir machen jetzt nämlich Folgendes. Jetzt nehmen wir hier nämlich wieder einen langen. Setzen jetzt direkt hier dran. Dann einen kurzen. Einen langen. Irgendwann wird halt einer kommen zur Bewertung, ne? Von der Familie. Ein, ja... Ein Abgesandter sozusagen. Hier müssen wir es natürlich jetzt genauso machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir beginnen hier mit einem Lang, haben wir ja hier auch, ne? Genau. Mit einem Lang. Wie viel haben wir noch? Ah, wir haben noch genug. Wir beginnen hier mit einem Lang. Der Vorteil ist dann, wenn man halt mit diesen kleinen Hilfsblocks sozusagen arbeitet, dass man immer Andockpunkte hat. Das ist sehr gut. Da kann man hinterher einfach leichter arbeiten. Besser als wenn man jetzt nur lange nimmt. Ein kurzer. Ein langer. So. Kurzer. Ne, ich glaube, hier mussten dann schon die 2 langen hin, ne? Hier ist noch ein kurzer. Genau, hier sind dann 2 lange. Genau. Das heißt, hier kommt kein Kurzer hin. Weg mit dir. Und hier dann wieder dafür. Wir verdengeln den... Oh, ich bin total durstig. Ich muss gleich mal was essen. So geht's nicht weiter. So, und dann kommt hier wieder ein langer und ein kurzer. Dann haben wir es auch. Und ein kurzer. Jetzt sind wir aber hier viel weiter in als da, oder?
Kann es echt sein, dass die Dinger wirklich... Ah, ich habe da noch vielleicht eine bessere Idee. Man sieht das einfach nicht mit den kleinen Dingern, ne? Das ist ein bisschen problematisch. Das ist ein bisschen problematisch. Okay, pass auf, wir packen die nochmal weg. Und jetzt machen wir uns nochmal ein paar Blöcke. Und zwar bauen aus ähnlichem Holz, aber nicht ganz ähnlich. Ja, sollen wir das nehmen? Das ist ja unser Grundholz sozusagen, ne? Könnten natürlich jetzt hier noch dunkleres nehmen. Würde sich das dann absetzen? Sieht ja eigentlich fast gleich aus. Wäre eigentlich perfekt. Und davon machen wir uns mal 20 Stück. Ah, okay, wir können nur 11 machen erstmal. Okay, das ist. Das sollten wir zwei. Ne, wir haben 11 rausgekriegt. Super. So, jetzt werde ich das einfach mal probieren, wie das aussieht. Eins. Wenn es natürlich gleich dunkel wird, haben wir ein Problem. Okay, warte, ich mache jetzt erstmal einmal, werde ich mir jetzt einmal. Habe ich die jetzt gleich hergestellt? Warum nicht? Aber warum nicht? So. 11 Baumstammstücke. Form auswählen. Herstellen. Jetzt haben wir sie. So. Genau, und der ist jetzt da. Das ist auch sehr gut. Aber ich muss ja was essen, sonst werde ich hier wohl wahrscheinlich verdursten. Okay, essen wir erstmal schön ein paar Tomaten. Lecker, lecker. Ja, wir kriegen auch Wasser dazu. Das ist schon mal gut. Ja, ein sattes Grün wieder. Legen wir es wieder beiseite. Die Kürbis noch frisch? Ja. Okay, Freunde, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir nämlich hier, das ist jetzt wahrscheinlich noch ein voller Block, genau. Und den machen wir jetzt mal so wie den. Und jetzt hauen wir den mal weg. Dengel. Und setzen den neuen mal hier ein. Also. Okay, das ist geringfügig anders, ne? Geringfügig anders ist aber gut. Den hier. Ja, es gefällt mir gut. Das sieht dann aus wie so eine Verbindungsstelle. Das heißt, erstmal jetzt hier die ganzen einer wegkloppen. Den weg. Den weg. Das sind ganz schön viele, ne? Aber da können wir alles lange rausmachen. Das ist nicht das Problem. Ja, die können wir natürlich ganz wegtun dann. So. Ja, wir wollen ja ein schönes Fachwerk hier hinmachen. Okay, hier haben wir gar keinen hingemacht. Das würde ich aber auch nochmal wegkloppen. Wir reißen ab. Wird wahrscheinlich heute die Folge heißen. Große Abrissfolge. So. Auf der anderen Seite machen wir das Gleiche. Hier, das kommt alles wieder raus. Weil, wie schon gesagt, irgendwann wird jemand kommen von der Familie Hammerson. Wenn ich schreibe, erste Besichtigung kann stattfinden der Insel, dann werden die mit dem Schiff irgendwann hier wieder zurückkommen. Hoffe ich doch mal. So, der kommt auch weg. So. Der kommt weg. Und der kommt weg und haben wir es auch gleich. Genau. Jetzt können wir überall eins einsetzen. Aber so viel haben wir gar nicht. Drei. Wahrscheinlich haben wir gar nicht so viel. Man muss immer genau aufpassen, dass man hier nicht irgendeinen anderen Punkt nimmt. Ich weiß nicht, wie macht ihr das, wenn ihr baut? Baut ihr dann eher mit dem Gitterwerkzeug oder eher mit dem Andockwerkzeug? Ich bin ja eher hier von dieser neuen Variante ein Fan geworden, weil es einfach schneller geht und also für mich schneller geht und mehr Möglichkeiten bietet. Man verbaut sich allerdings auch schneller. So, okay, passt auf. So, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Können wir sogar noch ein paar Mal noch über, oder? Bestimmt. So, jetzt machen wir hier weiter und zwar mit den hier. Der kommt jetzt hier dran, dann kommt noch hier einer hin, dann kommt noch hier einer hin. Und hier. Und das ist der letzte dann. Ja. Genau, und da hatten wir das Problem, wo wir gesagt haben, das wollen wir anders machen. Da wollen wir den hier nochmal wegnehmen und den. Und den. Und den. Und hier einfach einen doppelten hinmachen. Also einen etwas längeren Balken. Da können wir hinterher einen Schrank vorstellen oder so. Sieht kein Mensch. Sieht gut aus. Passt. So, dann machen wir hier einen doppelten. Und dann machen wir hier das hier. Und dann den dran. Und dann kommen wir nämlich hier genau raus. Hier auf der Ecke. So.
Das gleiche machen wir jetzt auch hier. Man kann es halt ganz leicht sehen, dass es dunkler ist, ne? Ich finde das aber gut. So. Moment, jetzt sollen wir hier nicht den Fehler machen, den wir drüben gemacht haben. Da habe ich gerade, ne? Weil wir haben hier noch den Andockpunkt und hier muss der eine zwischen raus. Mein Gott. Muss man sich echt konzentrieren. Ach so, ihr hattet geschrieben, mit welchen Einstellungen ihr das Spiel eigentlich beginnen sollt. Als Anfänger. Und ihr könnt aber die ganz normalen Einstellungen nehmen, weil große Gefahren, die werden ja später dazu kommen. Da müsst ihr euch jetzt noch keine Gedanken rummachen. Ja, passt schon irgendwie. Irgendwie sieht das anders aus, aber warum sollte das anders sein? Eigenartig. Jetzt setze ich hier einmal Balken rüber. Und zwar fangen wir hier an. Den müssen wir natürlich jetzt drehen, beziehungsweise mache ich das hier anders. Ich mache das über Einfügen. Und jetzt ändere ich einfach die Länge. Das ist besser als rotieren. So, jetzt ändere ich einfach die Länge hier auch auf 2. So, hier auch. Dann kommt wieder der Kleine dazwischen. Und wir werden heute Abend wieder mit dem Eulenzelt pennen müssen, ne? Oh, das war falsch. Pam. Ah, da kommt doch ein Kleiner hin. So, dann der. So. Und hier setzen wir einfach einen zwischen, einen langen. Machen wir einfach ein großes Feld hin. Den können wir natürlich jetzt auch kürzen, wenn wir das unbedingt wollen. So, nicht zu kurz machen. Und ihr seht, wir haben da echt einen kleinen Versatz drin. Seht ihr das? Aber ich frage mich, wie das kommt. Das ist eigenartig. Wahrscheinlich sind hier die Mauern auch schon unterschiedlich, oder? Vorne schon ein Versatz drin. Wir haben hier vorne schon einen Versatz drin. Seht ihr das? Ich hätte echt erstmal die Grundlinie so durchbauen sollen und nicht hier unten auflassen sollen. Das war ein Fehler von mir. Das bedeutet, wir müssen eine Reihe komplett wieder abreißen. Was für eine Arbeit, verdammt. Gott sei Dank sieht mir ja keiner zu. Zumindest von der Familie nicht. Eieieiei. Ich hätte das aber mal lassen sollen, lieber, ne? Mann. So. Wir haben da echt einen Versatz drin. Deshalb hat das alles nicht gepasst. Verdammt. Ach, Mann. Naja, egal. Wir haben ja Zeit. Wer Rising World bei mir schon mal gesehen hat, der weiß, dass sowas mal vorkommt. Dass wir einfach mal einen so einen Tag fast schon verdaddeln, könnte man sagen. Weil jetzt müssen wir natürlich wieder ganz neu von vorne anfangen. Ich nehme jetzt mal die Länge. Ich hoffe, das passt jetzt. Ja, das ist jetzt ja nicht die Originallänge, ne? Okay, ich mache das ein bisschen kürzer. Ich mache das wieder auf die 2, die wir mal genommen haben, ne? Mal sehen, ob wir dann, ob sich das ausgeht. Wir hatten ja festgestellt, dass sich das wahrscheinlich nicht ausgeht, ne? So. Lang. Einen kurzen. Es geht sich nicht ganz aus. Das heißt, wir müssen den einen müssen wir ein bisschen größer machen. Wenn ich jetzt... Oh, ist das aber kompliziert. Wenn ich jetzt hier noch einen kurzen erstmal nur hinsetze. So, einer Stein. Jetzt vielleicht einen longen. So, und jetzt hier einen einer Stein hinsetze. Dann geht sich das schon ganz gut aus. Haben wir hier natürlich ein bisschen breitere Kante als drüben. Hm.
Wir müssten noch so 2 Zentimeter länger werden. Ja, wir müssten noch so 2 Zentimeter länger werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, ich pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ich reiße den nochmal ab und mache den jetzt, den Balken, den ich jetzt hier einfüge, bei dem mache ich jetzt einfach mal nicht 2, sondern, wo ist er denn? Ach da. Nicht 2, sondern nochmal 2 drauf. 1, nicht in der Breite, in der Länge. 1, 2. Dann kommen wir da raus. So. Ah, die Mauer hat auch einen ganz schönen Knick, ne? Ah ja, gut, ist alles nicht so gerade, wie man sich das immer wünscht. Aber so ist es ja, wer schon mal ein Fachwerkhaus gebaut hat. Das ist eigentlich schon fast zu viel, ne? Ja, das ist schon fast zu viel. Okay. Nochmal weg. Nochmal weg. Es wird schon bald dunkel am ersten Tag und wir haben noch nicht mal den Grundbalken gelegt. Das ist Rising World, Freunde. Es ist wirklich so. Okay, ich mache den noch einen kürzer. Kürzer, so. Und dann machen wir jetzt hier den kurzen dran. Der kurze und der lange wird diese heutige Folge heißen. So, und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt nehmen wir uns wieder unser Hämmerchen. Reißen das alles nochmal ab. Ich habe mir auch natürlich gleich eine richtige Herausforderung gesucht, ne? Mit diesem Unterbau, der anders ist wie der Oberbau. So, und jetzt haben wir ja hier so ein großes Feld. Na? Hier haben wir jetzt so ein großes Feld. Und dann machen wir hier einfach die Tür rein. Hier machen wir die Tür rein. Genau, und dann ist es auch gut. Wir wollen ja auch, wie schon gesagt, wir wollen ja nicht strenger sein mit uns, als es nötig ist. So, dann nehmen wir jetzt diese Größe. Das heißt, hier kommt die Tür rein. Und hier gehen wir dann rüber. So, und jetzt müssten wir ja eigentlich von drüben uns das hier nehmen können. Die Ausmaße. Und es wird dunkel tatsächlich. Ich will das aber unbedingt noch fertig haben. Wir müssen uns dann noch langsam auch echt mal einen Amboss machen in der nächsten Folge. Und Beleuchtung und sowas, damit wir hier auch ein bisschen länger arbeiten können und nicht immer nur am Tag. Das ist ganz wichtig. Es werden übrigens ganze Menge Folgen rauskommen in der Woche. Und zwar immer Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag werden die Folgen rauskommen. So ist immer der Plan. Das heißt, morgen gibt es, das ist jetzt wahrscheinlich die Montagsfolge hier, wenn ich richtig liege. Jetzt wird es dunkel, verdammt. Ich kann mir natürlich, könnte mir natürlich eine Fackel anmachen. Dann wird es ein bisschen heller. Aber wenn ich eine Fackel in der Hand habe, dann ja, das ist auch ein Problem. Nutzen wir das Restlicht des Tages. Einfach hier, um das hier noch vielleicht noch fertig zu kriegen. Achso, hier hätten wir natürlich jetzt. Ja, das sehe ich jetzt nicht mehr in der Nacht. Okay, Freunde, morgen geht es hier weiter mit dem Grundgerüst. Hier kommt dann sozusagen die Bretter für den Fußboden, die legen wir dann hier auf. Da machen wir es uns ein bisschen leichter. Und bald haben wir dann eine Hütte. Und dann muss ich nicht mehr nach einer Woche jetzt in diesem komischen Farnzelt schlafen. Ich hoffe, morgen wird das Wetter ein bisschen besser. Und sage nun hier schon aus der dunklen Nacht, liebe Leute, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Opa Zeron aus dem wunderschönen Altarion.